Fantastic. Guten Tag und willkommen zu einer neuen Let's Play Clash of Clans. Und wie ihr vielleicht unschwer nur erkennen könnt, bin ich gerade im Clan Mr. Mobile Fanboy, um dort meine Strafe abzusitzen. Von der gestrigen, nee, von der heutigen, ne, 14 Uhr kam es ja, genau, 14 Uhr von der Challenge gegen den Pirat. Und es ist am Laggen, ich könnte noch durchdrehen heute, echt. Heute ist echt so ein Tag, wo einfach generell alles schief läuft. Deswegen werde ich jetzt auch mal im Hintergrund, appe ich gerade noch etwas. Das wird jetzt erstmal schön abgebrochen. Weil ich die ganze Power natürlich jetzt für die Clash of Clans Aufnahme brauche. Ich weiß nicht, ja, heute ist echt so ein Tag zum Vergessen. Aber zurück zum Thema. Ich habe ja gesagt, ich spende 6666 Truppen. Und, oh, ich habe nur noch einen Ballon. Streamen wahrscheinlich Sonntag vielleicht. Haben wir wieder Zeit und wollen mal wieder ein bisschen streamen. Aber vorher erstmal noch, natürlich die Quest. 6666 Truppen. Ich bin gerade mal bei 1465. Es wird so lange dauern. Und Scheiß, ich habe bestimmt schon, weiß ich nicht, wie viel ich jetzt hier schon an Gems ausgegeben habe. Für die Kasernen, also einige schon, bestimmt schon über 100. Und ja, es wird hart, aber es soll natürlich auch eine Strafe sein. Ich werde nochmal eben noch ein paar Ballons ausbilden für den Kollegen. Und da wollen wir natürlich auch noch angreifen. Ich bin schon bei 2107 Pokalen. Ich habe mich ein bisschen hochgearbeitet. Wollte mal wieder ein bisschen von dem dunklen Bonus mitnehmen bei dem Angriff. Wurde auch angegriffen, das gucken wir uns gleich noch an. Hier, derjenige hat zwar 100.000 geraubt. Was bin ich? Ich bin gerade echt so verwirrt, so sah natürlich. Er hat zwar 200.000 geraubt von meinem Elixier, weil das relativ weit außen stand in meiner Base. Wollte aber die Pokale haben, also 30 Pokale, 24 Pokale. Und der Rest, wie gesagt, war alles nicht so wild. Wir gucken gleich mal drauf. Wollen aber natürlich jetzt auch nochmal angreifen und würde ich sagen, machen wir mal sofort brechender Schild. Und echt, oh, das ist alles so anstrengend. Und diese Spenderei mit 6666 Truppen ist wirklich schon hart. Pirat macht ja auch mit als Strafe noch von der letzten Challenge. Und er muss die Clanburgen auch noch füllen. Oder hat sie gefüllt für den Clankrieg. Oder nee, für den nächsten muss er sie noch füllen. Ja, und ich werde so lange in diesem Clan drin bleiben, bis ich diese 6666 Spenden voll habe. Solange, wie es nun mal dauert. Ah, die hat so wenig Loot, die Base. Obwohl eigentlich die Base gerade inaktiv war. Mein Lieblingswort, ne? Inaktive Base, hat sie trotzdem relativ wenig Loot gehabt. Das schmeckt mir natürlich gar nicht an dieser Stelle. Boah, ey, ich muss echt, hier machst du echt Abstriche, glaube ich, mit dem Loot. In Kristall 3. Ich habe selten hier, vor allem und natürlich jetzt nachmittags, findest du selten irgendwo überhaupt gescheiten Loot. Aber würde ich sagen, ihr seid es ja gewohnt, wir machen eben einen kleinen Cut, bis ich überhaupt jemanden gefunden habe, der überhaupt ein bisschen Loot hat. Damit ich natürlich jetzt hier nicht für 1000 mal eben angreife und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Tada! Ja, hat doch gar nicht so lange gedauert. gar nicht lange, wirklich nicht lange. Und wir wollen mal schauen, ob wir den hier vielleicht mal kriegen. Ich werde jetzt mal eben die hier vorschicken. Und die hinterher. Warte mal. Ja, das wird schon reichen. Er hat halt relativ viel in den Minensammlern, aber er vorne hat er ein Inferno auf Single. Das ist mir jetzt egal. Hat er irgendwo eine Riesenbombe? Nee, hat er nicht. Ja, gestern durch die, oder heute um 14 Uhr durch die Challenge. Bin ich da jetzt ein bisschen sensibilisiert, was die Riesenbomben angeht. Und wir wollen natürlich auch den Liga-Bonus mitnehmen, wenn es geht. Ich werde nicht zwanghaft auf den Liga-Bonus gehen, aber wenn es sich ergibt, nehmen wir den natürlich mit. Ah, ich habe keine... Scheiße, ich habe keine Clan-Truppen dabei. Das ist ein bisschen schlecht. Wollte eben nicht fordern, weil ich Pirat keine Spenden schenken wollte. Das wird mir jetzt vielleicht zum Verhängnis werden. Na, wird's nicht. Schauen wir trotzdem. Wir nehmen alles locker mit. Also ist doch echt mal gut. So schlecht das mit den Spenden auch eben lief, dass ich keinen spenden konnte, so gut läuft es jetzt zumindest mit den... Ja, das läuft zumindest jetzt mit dem Loot. Jetzt muss ich nur eben aufpassen, dass ich auf der Seite hier eben noch ein bisschen was mitnehme. Ja, die verteile ich immer so gerne so ein bisschen, damit die nicht sofort alle auf einmal, ja, vor allem von dem Minenwerfer aufs Korn genommen werden. Er hatte keine Riesenbombe oder so, da brauche ich jetzt gar nicht aufzupassen auf der Seite. Der Inferno auf Single dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Macht gegen Bartsch sehr wenig, finde ich, also... Das ist im Grunde egal. Wir nehmen eben noch die Mine mit und nehmen dann gleich noch die anderen Minen mit, hoffentlich. Und wenn es dann nicht reichen sollte, haben wir auch immer noch den König. Also das geht auf jeden Fall auch. Trotzdem mache ich hier schon mal auch noch mal ein bisschen auf. Nicht, dass die alle nur auf der Seite rumeiern da vorne. Hier vielleicht auch noch ein bisschen verteilen. Das nehmen wir noch eben mit. Und dann versuchen wir jetzt eben noch die restlichen Minen mitzunehmen. Ja, wie gesagt, auf Single macht der Inferno sehr wenig bei den Bartstruppen. Das sieht man jetzt auch. Vor allem, wenn sie natürlich in der Anzahl jetzt da sind. Oh, hier unten sind auch noch überall welche.
Ah, okay. Da muss ich meinen, da muss ich dann doch nochmal meinen König bemühen, dir dahin zu gehen. Ich will die 113.000 doch noch gerne haben oder zumindest einen Teil davon. Wenn so 50.000 noch sind, den König kann ich verschmerzen. Der muss jetzt nicht unbedingt überleben. So, zack. Zünden wir mal eben schnell. Machen jetzt mal eben das kaputt. Und er läuft dann hoffentlich jetzt auch nach unten. Ja, der läuft nach unten und schnappt sich dann die andere Mine auch noch hoffentlich. Ja, dann kann ich jetzt aufgeben. Und dann haben wir zumindest 70% geholt. Haben jetzt nicht ganz 500.000. Ja, plus den Liga-Bonus noch. Das sind dann 500.000. Das ist doch schon mal ganz erfreulich an dieser Stelle. Ich muss ja immer noch, trotz der ganzen Spenden, muss ich ja immer noch die 7 Millionen zusammenkratzen bis in 2 Tagen 7 Stunden für meine Riesen. Die würde ich gerne upgraden. Also dauert es noch ein bisschen. Ja, komm, dann Pirat ist sowieso wieder da und wird wahrscheinlich sowieso hier jetzt wieder spenden, was bis die Schwarte kracht. Also ist einfach, der Typ ist einfach eine Maschine, ohne Scheiß. Oh ne, er ist nicht da. Er ist, glaube ich, nicht da. Sehr schön. Ja, abends bin ich eher nicht so aktiv. Er war gestern relativ aktiv, das ist auch so ein gutes Wort, wenn er abends, und deswegen, ja, morgen und Samstag bin ich fast den ganzen Tag weg. Also da werde ich auch kaum spenden können. Ich muss echt gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, noch diese 6.666 zusammenzubekommen. Das wird echt schwierig. Vor allem mal als Vergleich für euch, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie viel das überhaupt ist in so ein paar Tagen. Marbuel hat in seiner gesamten Clash-Karriere, seit er spielt im Dezember 2013, hat er 2.933 Truppen gespendet. So. Und ich habe jetzt seit gestern, mal gucken, seit gestern habe ich gespendet, wenn es lädt, 1.475. Ja, bin ich ihm doch schon mal auf jeden Fall auf den Fersen. Es ist natürlich noch nicht ansatzweise das, was fertig sein muss. Und wir gucken jetzt auch noch die Wiederholung angucken. Nämlich von Adam Green 7 von UDN. Wir gucken einfach mal, er hat 37% geholt. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, das Dunkle, das Elixier, wie gesagt, das steht relativ weit außen. Ich habe diese Base mal gebaut. Und er hat auch schlechte Truppen, ne? Er hat aber Max Tyler. Also, von daher, er konnte relativ viele Gebäude außen mitnehmen noch. Das ist okay, das ist mir auch egal. Er sollte halt nur nicht die 50% kriegen und möglichst dann natürlich auch nicht das Rathaus kriegen. Ja, Inferno und Heilzauber, ne, verträgt sich natürlich gar nicht. Und dann sind die Truppen auch relativ schnell kaputt. Außen auch relativ schnell kaputt und dann, wie gesagt, kann er außen noch schön ein paar Gebäude wegmachen, ist mir dann auch egal. Ein Lager hat er bekommen, macht dann 100.000 aus, ne, er muss sogar mehr bekommen haben. Er hat ja, glaube ich, 200.000. Ja, die Clan-Truppen, ne, haben sich noch ein bisschen da um die Königin gekümmert, jetzt hat er noch den Heiler dahingesetzt. Er dürfte hier unten, wird er, glaube ich, noch das Lager noch bekommen haben, aber es ist ja auch egal, also, das macht mir jetzt dann auch nichts aus, dass er sich das dann da noch schnappt, also von daher, das ist mir dann auch egal, dass er sich das dann noch schnappt. Ja, den König hat er jetzt noch gezündet. Ich bin auch gespannt, was ist noch... Ja, okay, da hat er jetzt wahrscheinlich noch sich ein bisschen was geholt, oder? Oder wo hat er sich jetzt noch was geholt? Ah, jetzt wird... Nee. Doch, die beiden Magier schnappen sich jetzt noch ein bisschen was davon. Ja, die schnappen sogar noch das... Scheiße. Haben sich sogar noch das Lager geschnappt, aber gut. 37% war jetzt nicht unbedingt drauf aus, das Elixier zu horten in dem Moment, sondern wollte einfach nur schnell den Kristall. Habe ich jetzt auch geschafft. Wir sind auf dem Weg Richtung Kristall 2. Wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich da mal wieder ein bisschen rumlaufen würde. Na, gucken wir noch hier. Ah, das war der, warte mal, der hier war, glaube ich, auch richtig, richtig gut. Hat nur mit Barge angegriffen, allerdings maxed Barge und es müssten auch maxed Mauerbrecher. Und er hat natürlich versucht, sich jetzt mal eben schnell hier 50% mitzunehmen. Ja, hat aber da nicht so ganz geklappt, diese Base. Ah, da hatte ich noch die alte Aufteilung, glaube ich. Irgendwas habe ich noch verändert. Genau, die Königin hatte ich bei dem Angriff, den ihr hier vorgesehen habt, habe ich die noch verschoben. Die hatte ich da noch in die Mitte getan. Die hätte ich von der Mitte weggetan und hatte noch eine Kanone da reingetan, glaube ich. Von daher, ja, wird schwierig dann für ihn auch. Ich hatte noch Ballons in der Klamburg als Dev. Und da kann er dann im Grunde noch so viel machen. Da wird er, nie im Leben wird er da 50% holen. Vielleicht wollte er auch nur an die Lager dran. 144.000 hat er immerhin geholt. Aber 24 Pokale für mich ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, dass wir noch... Solang bis ich 6666 Spenden habe. So, dann gucken wir mal, irgendwer wollte auch noch einen Päcker haben. Aber, oh, der Berserker ist auch da. Wir gucken jetzt erstmal eben, dass wir den loswerden hier. So, und fragen jetzt mal eben, wer wollte den Päcker? Den Päcker habe ich nämlich noch, den würde ich noch gerne in dieser Aufnahme eben loswerden. War eigentlich eine ganz erfolgreiche Aufnahme. Wir haben gut angegriffen. Das Elixier ja, für 5.200, das Gold wächst auch. Das ist ja auch okay. Das läuft auf jeden Fall. Die Spenden laufen so mittel bis schlecht. Oder
Es geht eigentlich nur. 1480. Ich habe schon sehr viele, ich habe gewonnene Angriffe. Das sind alles Rathaus-Snipes. Alles, fast alles. Ich habe mich nur mit Rathaus-Snipes gestern in einer Stunde oder so habe ich mich da hochgefahren. Das ist echt, ich habe auf dem Weg in Gold 2 und 3 so viele Rathäuser draußen gefunden. Das war echt gut. Ja. Schade, dass ich jetzt leider meinen Packer nicht mehr loswerde, aber okay. Ich bin mit 130, Level 130 bin ich gestern auch gewonnen. Ich konnte auch gerade so einen Screenshot machen, als dieser Stern aufgeblinkt ist. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Morgen bin ich auch fast den ganzen Tag weg. Allerdings versuche ich dann noch ganz schnell für euch die Folgen zu machen. Beziehungsweise ich mache heute Abend die eine Folge schon. Da habe ich dann noch Zeit und dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer natürlich, freut mich immer, wenn ihr da fleißig kommentiert und auch auf den Like, vielleicht auch manchmal auf den Dislike-Button drückt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Und ja, wenn ihr noch eine Idee habt für diese Truppen gegen Truppen-Challenge, dann schreibt es auch mal in die Kommentare rein. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss. Don't resist, time seems to fly but the clock doesn't tick. I crash into you, we both feel the hit. We both feel the way that our chemicals mix. And I wish that